Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Tiefbohrtechnik ist eine ziemlich teure Sache und deswegen soll man immer so schnell wie möglich bohren. Und zum schneller Bohren muss man entweder den Bohrer schneller drehen lassen oder man muss ihn stärker andrücken. Und dieses stärker Andrücken ist in der Tiefbohrtechnik gar nicht so einfach. Das Bohrgestänge ist ja schlank und lang, 10 Kilometer oder so vielleicht, ne? Und wenn man das versucht von oben anzudrücken, dann verbiegt es sich sehr leicht und man kann sich gut vorstellen, dass die Bohrung dann natürlich krumm wird. Aber die Tiefbohrer haben sich natürlich was ausgedacht, um dieses Problem zu beheben. Und zwar drücken sie den Bohrstrang nicht von der Oberfläche an, sondern sie benutzen Gewichte, sogenannte Schwerstangen, die direkt in Meißelnähe platziert werden und die so schwer sind, dass sie durch ihr Eigengewicht den Meißel mit der erforderlichen Kraft auf die Sohle pressen. Der darüber liegende Bohrstrang steht dann unter Zug und verbiegt sich auch nicht mehr. Nun sind aber, wenn man es genau anguckt, diese Schwerstangen auch nicht solche Scheiben wie hier im Modell, sondern eher auch lange, schwere Stangen, die allein durch ihr Eigengewicht sich schon verbiegen können. Und um das zu verhindern, benutzt man im Bohrstrang sogenannte Stabilisatoren. Das sind Rippen, die auf dem Außendurchmesser angebracht sind. Und mit diesen Rippen stützt sich der Bohrstrang an der Bohrlochwand ab und so wird ein Ausknicken verhindert. Insgesamt gefällt uns dieser Bohrstrang jetzt schon ganz gut, aber die Maschinenbauer wissen, dass plötzliche Steifigkeitssprünge in einem Bauteil dazu führen, dass durch die Kerbwirkung es zu Brüchen hier an den schroffen Übergängen kommen kann. Und deswegen benutzt man in einem Bohrgestänge noch Übergangsstangen, die nicht so flexibel wie die Bohrstangen sind und aber auch nicht so steif wie die Schwerstangen. Und diese Stangen, die ermöglichen jetzt einen sanften Übergang von den steiferen zu den biegsamen Teilen. Und diese Heavyweight-Bohrstangen komplettieren jetzt diesen Bohrstrang und damit ist er schon ganz gut einzusetzen. Und dieser Bohrstrang, der hängt nun einerseits oben am Haken im Turm und andererseits drückt er unten auf die Sohle. Und der Bohrer kann jetzt durch Einstellen der Hakenlast einstellen, wie viel des Gesamtgewichtes unten als Andruckkraft auf dem Meißel ankommt. Und weil die Hakenlast und das Weight on Bit, die Andruckkraft des Meißels, so wichtige Größen sind, deswegen hat der Bohrer beide Größen immer auf dem großen Drillometer direkt im Blickfeld, wenn er die Bohranlage bedient. Ja, und heute haben wir also gesehen, wie so ein einfacher Bohrstrang für eine Vertikalbohrung aussieht. Wer das noch mehr im Detail vielleicht erfahren möchte, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Tiefbohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!